Herzlich willkommen zurück zu Dishonored 2, wo wir immer noch mit Emily unterwegs sind. Ducken. Und dann schauen wir doch mal, wo wir hier so rumkommen. Ich hätte auch tatsächlich echt gerne die Möglichkeit, so irgendwie Leute durch... Oh, guck mal hier. Aber sehr unscharf. Ah, er schaltet auf... Guck mal, jetzt schaltet er auf seinen Scharf und jetzt auf den Typen dahin. Super. Also es hat auf jeden Fall reichlich Leute hier. Und... Naja, mal gucken. Wo wir uns hier entlang schleichen. Da hinten wäre der Aufseher-Außenposten. Lass da doch nochmal kurz gucken. Lass dir von Mindy helfen. Das klingt halt prinzipiell nicht so schlecht, ne? Wer weiß, was wir dafür kriegen. Ich muss halt nur schauen, wo ich lang renne. Ja, das Haus hier ist dicht, das wissen wir. Und naja. Serkonische Mitbürger, bejubeln wir die Krönung unserer neuen Kaiserin Delilah Thorn mit der ersten und die bevorstehende Anspruch seiner Gnaden Luca Amele, Herzog von Serkonos und Gemahl der Kaiserin. In den 3 Tagen nach der Rückkehr des Herzogs werden alle Regierungsaktivitäten eingestellt, da der Herzog sich von seinen Reisen erholt. Außerdem gelten zusätzliche Gebühren für Fußgänger in der Nähe des Großpalasts. Gebühren für Fußgänger in der Nähe des Großpalasts. Na, das ist doch super. Jetzt muss man hier schon Gebühren zahlen dafür, dass man spazieren geht. Hat mich wer gesehen? Bin mir nicht sicher. Okay, also da müssen wir mal schauen. Das war halt eine entdeckte Leiche, die habe ich halt nicht rechtzeitig weggeräumt. Weil eigentlich will ich halt schon darüber. Die Frage ist halt nur, wie komme ich darüber? Vielleicht am besten tatsächlich hier hinten rum, lass mal gucken. Ja, aber da darf ich nicht hoch. Ich müsste also erst irgendwie übers Wasser und dann hoch. Dann kann ich auch gleich da oben rumgehen. Da hinten rumgehen. Serkonische Mitbürger, während der Abwesenheit des Herzogs möchte ich dies hier verkünden. Hab so Hunger. Das diesjährige Blutfliegenproblem ist das schwerwiegendste in jüngster Zeit. Falls Sie Nester oder befallene Leichen vorfinden, rühren Sie sie nicht an. Versuche, die Begräbnisriten des Jedermannsordens durchzuführen, werden hart bestraft. Okay. Wenden Sie sich umgehend an die Serkonische Garde. Die Gardisten vor Ort werden sich um die Situation kümmern und entscheiden, ob Strafen angebracht sind. Ganz ruhig, Magen. Du kriegst ja bald Essen. Ja, bald. Bald kriegst du Essen, kleiner Magen, ne? So kriege ich die also auf jeden Fall nicht tot. Und auch nicht versteckt. Wanted. Wer ist das denn da hinten, den da wanted? Als ob es nicht schlimm genug wäre. Nun soll ich nach einem Schurken mit einem Messer suchen. Den tiefsten Abgrund der Schande. Das ist seine Geschichte. Einst trug er das Gewand des Oberaufsehers. Doch er tauschte es gegen das Zeichen des Ketzers der Aussicht. Bei den Geboten, die Frau von den Plakaten. Jesus, na, wo ist der denn her? Ja, ich glaube, das lassen wir jetzt erstmal und wir fangen noch mal neu an. Aber das war jetzt blöd. Ich hab den nicht als Wache erkannt. Obala, ich habe den echt nicht als Wache erkannt und schnell laden ist eine doppelt belegte Taste. Habe ich gerade gesehen. Ach du, nein. Ich hab da ja, Spiel laden woanders bitte.
Hier bitte. Ich hatte ja, mein Schnellspeichern war ja zuletzt vor der Tür. Ja, das werden wir rausschneiden. Von hier und dann gucken wir noch mal, dass wir das irgendwie sinnvoller machen dieses Mal hier. Da ist der die Wache. Ich weiß halt gerade nicht, wo das ist denn der Typ, der mich vorhin entdeckt hat. Da ist der Typ, der mich vorhin entdeckt hat. Weil man will sich natürlich auch nicht jedes Mal entdecken lassen, ne? Also lasse ich den gerade mal latschen. Der kommt dann da lang. Eine Nacht im Puff. Eine einzige. Und jetzt habe ich überall Schanker. Armer Kerl. Na komm, wann kommst du runter da? Ich hoffe schwer, jetzt die versetzen mich. Runter, okay. Ich muss dringend in ein anderes Stadtviertel. In den drei Tagen nach der Rückkehr des Herzogs werden alle Regierungsaktivitäten eingestellt, da der Herzog sich von seinen Reisen erholt. Außerdem gelten zusätzliche Gebühren für Fußgänger in der Nähe des Großpalasts. Ich finde das so geil. Gebühren für Fußgänger, das finde ich einfach nur... Naja, also, ist klar, ne? Ich muss nur meine Schicht durchhalten. Dann nach Hause und Füße hoch. Da war nix. Hier, du gehst zu gucken. So öde. Hä? Wieso ist hier keine Wache? Ich kriege dich schon! Scheiße. Ich will nicht sterben! Das heißt, die kommen echt, das ist mir echt komplett neu, dass die nicht nur darauf reagieren, dass sie einen Toten sehen, sondern auch darauf reagieren, dass da keine Wache mehr ist. Also, obwohl ich die Wache wegversteckt habe und so, fällt denen auf, dass da was nicht stimmt. Und ja, also das ist mir neu. Das ist ja richtig scheiße. Also, sorry, um das mal so zu sagen, das ist Mist, weil... wie mache ich denn das dann? Da drüben ist eine Wache und da ist eine... Ich will aber eigentlich halt dahin, ne? Da ist einer. Meine Nerven. Da ist doch was faul. Danach werde ich mich so betrinken, aber hallo. Fleisch, da unten ist auch einer. Also selbst wenn ich da runtergehe, ist das nicht so einfach, da weiterzukommen, fürchte ich. Allerdings sollte ich mal anfangen, meine Fähigkeiten besser zu nutzen, ne? Oh. Apropos, Fähigkeiten nutzen. Oh, leg das doch mal auf die 6, bitte, dass ich das auch im schnellen Zugriff habe. Ups, falsche Taste, weil ich will ja dann im Zweifelsfall auch porten können. Oh, ist bald Waschtag. Ich hoff's. Ertrag meinen Gestank selbst nicht mehr. Stinkt. Ich brauche eine zweite Uniform. Boah. Sorry, aber der Schuss war cool. Der war mal richtig, richtig cool. So, die zwei sind schon mal weg. Damit dürfte es jetzt deutlich einfacher werden, da weiterzukommen. Denn immerhin haben die zwei
mir vorhin Schwierigkeiten gemacht, weil mich einer von den zwei irgendwie immer gesehen hat. So. Da liegt noch der leichte Beutel rum. Das sollte ich besser zumachen. Lassen. Und die bevorstehende Ankunft seiner Gnaden Luca Abele, Herzog von Sarkonos und Gemahl der Kaiserin. In den 3 Tagen nach der Rückkehr des Herzogs werden alle Regierungsaktivitäten eingestellt, da der Herzog sich von seinen Reisen erholen muss. Außerdem gelten zusätzliche Gebühren für Fußgänger in der Nähe des Großpalasts. Es tut mir leid, aber ich mache jetzt einfach hier mal die brutalere Lösung. Die sind sehr aufmerksam, die Jungs da. Das finde ich total beschissen, dass die so aufmerksam sind. Okay. Und da muss ich noch ein bisschen. Kein Geld in der Welt kann das aufwiegen. So, der ist weg. Wenn das Essen war, bin ich eine dreckige Blutfliege. Mehr gibt dazu nicht zu sagen. Na denn, dreckige Blutfliege. Oh, wo ist der denn jetzt hin? Da hinten, okay. Hupala. Irgendwann finden wir dich. Während der Abwesenheit des Herzogs möchte ich dies hier verkünden. Das diesjährige Blutfliegenproblem ist das schwerwiegendste in jüngster Zeit. Falls Sie Nester oder befallene Leichen vorfinden, rühren Sie sie nicht an. Versuche, die Begräbnisriten des Jedermannsordens durchzuführen, werden hart bestraft. Okay, da ist keiner mehr. Also der kommt Wenden nicht. Ich Sie hab jetzt echt gedacht, der kommt. An die sarkonische Garde. Der die kennt? Vor Ort werden sich um die Situation kümmern und entscheiden, ob bei den Geboten angebracht sind. Wir haben hier gutes Geld. Verflucht! Was? Scheiße. Wir brauchen Hilfe! Gar nicht gut. Warum stehe ich jetzt da? Da wollte ich nicht hin. Hier wollte ich hin. Ich komme! Hier wollte ich hin. Dass ich aus dem Weg bin, ne? Ich wollte mich hier verstecken. Ach, guck mal, da drüben. Dafür bezahlen sie. Offenes Fenster. Alles absuchen! Nichts hier! Wir suchen und suchen und suchen. Ich geh mal kurz darüber. Da ist ein Blutfliegen drin, aber Blutfliegen sind mir noch relativ egal. Ich hab doch gesagt, dass es das falsche Öl war. Ja. Aber sie wollen nicht hören. Das nehmen wir Nächstes mit. Mal halte ich meinen Mund. Das nehmen wir. Oh, kann ich gar nicht mehr. Die Leiche brauchen wir also nicht mehr. Notizen des Arztes. 14. Dieser Idiot bringt seine Frau mit so fortgeschrittenem Blutfliegenfieber hierher. Ich bin vor Wut schier geplatzt. Ich wollte wissen, wieso er sie erst jetzt behandeln lässt. Ein Wunder, dass dieser Strohkopf überhaupt zu einem Arzt gefunden hat. Natürlich konnte ich nichts mehr für sie tun. Das Wartezimmer war noch vor der Mittagsstunde voll, wie jeden Tag, seit das Admire zu ist. Ich tue, was ich kann. Ich verordne vorzeitig Medikamente und lasse die Praxis noch 2 Stunden nach der Dämmerung geöffnet. Aber ganz gleich, wie hart ich schufte und welche neuen Methoden ich versuche, es sind einfach zu viele.
Bei all diesen fortgeschrittenen Fällen fürchte ich sogar meine eigene Gesundheit. Ja, armer Kerl. Ja, ich könnte hier mal wieder eine Schreibmaschine tippsen. Aber ansonsten ist hier wohl nichts mehr, außer dass ich eben jetzt hier rüber kann. Dann gucken wir uns doch mal jetzt hier oben um. Da ist keiner mehr und ich könnte aber... Warte mal, da ist ein Vorsprung. Komme ich da irgendwie... Mal gucken, ob ich da rüberkomme, hm? Wäre ja witzig. Rune oder Knochenartefakt, dann wollen wir mal gucken. Einmal markieren bitte. Immer noch mehr. Vorsicht! Der Mörder könnte überall sein! Ja, der ist, könnte echt überall sein, dieser Mörder. Ist auch echt schlimm. Guck mal, da ist noch eine Rune. Die ist auch von innen verschlossen. Ich habe Angst. Denn nicht einer von uns soll in der endlosen Finsternis wandeln müssen. Die Leiche dieses Ketzers ist wichtig. Aber so ganz verstehe ich das alles gutes Leben im Warten wir auf den Flieger. Runtergefallen, wa? Er ist gerade beschäftigt. Er schickt jemand anderen. Vielleicht Aufseher Kindana. War so schön angezeigt. Nein, ich habe dich schon eingesteuert. Oh, super, für uns besteht keine Gefahr. Vorerst. Aber wer hier auftaucht, der führt nichts Gutes im Schilde. Es gibt keine Zufälle in Kanaka. Und Erde und Himmel und alles dazwischen zu verschlingen droht. Das ist sie. Die Leiche, die Mindy haben will. Okay, das hier. Das kann ja nicht. Verwende Narkomin, um Gegner außer Gefecht zu setzen. Ja, eigentlich wollte ich hier jetzt gerade noch... Ach, guck mal. Amadeo, triff mich morgen Abend an unserer üblichen Stelle und bring die Zeichnungen mit. M. Die ist ja verschlossen, die kriege ich bestimmt nicht auf. Chloroformflasche betäuben, tragen. Wie geil. Selbst. Ein so, Wanderer kann ich mit dem teleporten, so wie früher? Zweifelt nie daran. Muss ich dich jetzt suchen kommen? Ich habe keine Zeit für Geschichte. Bald 15 Jahre alt. Wir machen das mal langsam hier. Abseits der Menschen. Ich muss jetzt gerade was trinken. Kann ich so weit rüber? Nee, ich kann so weit rüber nicht. Und zu beschützen. Wir erzählen sie in unseren größten Enklaven. Unterm Lagerfeuer, bei den längsten Pilgerreisen. Du musst nur diese Geschichte verstehen. Dann kann ich es ist die Geschichte eines hohen Mitglieds des Will ich da gerade rein? Warte mal, ich lasse den mal hier liegen, wenn es geht. Diese Leiche. Jeder Beweis seiner Existenz wurde vernichtet. So schwer waren seine Fehler. Ich weiß halt gerade nicht, ob hier noch einer kommt, ne? Bruder Bernandos, wo hast du die Bilder her? Angeklagter, ich habe sie angefertigt, wie ich bereits sagte. Ich bin Künstler, hauptsächlich Werbung für Zeitungen. Ja, okay. Schlussfolgerung, der Angeklagte schien unter einem schwachen Herzen zu leiden, da er während des Verhörs starb, ohne weitere Informationen zu geben. Seine Wohnung am Kanal sollte nach lästerlichen Gegenständen oder Bildern abgesucht werden. Das ist Mindy Blanchard. Mindy Blanchard wird auch gesucht. Interessant. Hm.
prinzipiell interessiert mich das hier halt schon. Aber hier geht's nur hoch. Lass uns mal kurz oben umgucken. Ja, ich weiß, den Körper muss ich noch vollends mitnehmen. Ah, guck mal. Geschlossen, Blattdach. Alles sehr schön und gut. Ah, hier geht's aufs Dach. Das ist auf fies gesagt relativ uninteressant. Zumindest wenn da oben keine Runen sind, aber die sind alle unten. Die haben sie nämlich alle hier drin scheinbar. Also die haben hier massenhaft Runen drin. Dementsprechend muss ich hier noch ein bisschen näher umgucken. Weil sowas will ich natürlich haben. Haben. Ende gut. Alles gut. Hier ist nichts außer noch so ein Ding. Okay, wo ist dieses... Wo ist das nächste? Da unten? Also ich hätte echt viele. Guck mal, 52, 20, 20, 54. Aber das hier interessiert mich halt. Eine Banane, die essen wir mal. Lustige Geschichten aus Serkons. Klar, nehmen wir mit. Manchmal können wir bestimmt auch lustige Geschichten brauchen. Ausgewählte Worte des Aufsehers. So, wollen wir mal gucken, ob wir da vorne runterkommen, wie ich vermutet habe. Ja, das sieht gut aus. Manchmal denke ich, die Spieluhren sollten besser in den Enklaven gefertigt werden. Hier zum Beispiel. Stattdessen werden sie... Ich helfe euch suchen. Hier sehen wir uns doch mal um. Schaut euch um, ist in Ordnung. Wir müssen diese Ketzer finden. Er stinkt nach Augen auf. Bin sicher, da war jemand. Nee, da ist keiner. Wir ruhen erst, wenn wir dich aus deinem Loch gejagt haben. Ich sehe. Oh, der Ventilator, ich dachte mir gerade, da ist einer, weißt du? Finden wir diesen Eindringling. Hallo? Keine Ahnung, was ist da wer? Muss ich dich jetzt suchen kommen? Ich habe keine Zeit für sowas. Wenn du wissen willst, wo ich bin oder wer ich bin, dann musst du mich suchen kommen. Das stimmt wohl. Aber ich sehe keinen mehr. Der Wise Oversee. Und da ist halt... Ja, mal gucken, wie ich da reinkomme. Buch lesen wir später vielleicht. Ich dachte, ich hätte den. Oh, ich habe Kontroll gedrückt, nicht Dings. Ich wollte eigentlich ja ihn umbringen, habe aber nicht aufgepasst. Da
Bei den Geboten. Die Frau von den Plakaten? Schnell drücken. Weitermachen. Der ist weg. Ah, und er pennt. Sehr schön, er ist doch noch eingepennt. Bericht des Orakels. Also hier gibt es wirklich sehr, sehr viel immer zu lesen. Wärmebehandlung nehmen wir mit. Ungesendeter Brief an den Oberaufseher nehmen wir mit. Nehmen, alles mitnehmen. Brennbarer Alkohol. Und natürlich ist hier auch ein Tresor. Oh. Ein Tresor mit einer Nummernscheibe. Ich muss also erstmal... Ah. Was haben wir denn hier? Umgib deinen innersten Geist mit diesen Geboten und du wirst sicher sein. Die 7 Gebote sind unsere Grundregeln, bla bla bla. Ah, ich weiß auch nicht. Ich hatte halt gehofft, dass hier irgendwie ein Hinweis ist. Dann lass doch nochmal den nicht. Ungesendeter Brief an den Oberaufseher. Da steht auch nichts drin. Und mich hätte jetzt halt interessiert, ob da in irgendeiner Form was steht bezüglich dem... Na, wisst ihr schon. Na, wie heißt's? Dem... Der Kombination da, mein Gott, fällt mir echt das Wort nicht ein. Wo könnte die Kombination sein von dem Affen? Ich kann jetzt natürlich auch nicht alle Kombinationen durchprobieren, das wäre ja auch blöd. Von innen verschlossen. Okay, dann haben wir hier noch einen Toten. Den kann man noch plündern, der hatte noch Kohle dabei. Schreibmaschine, Registrierkasse, da war bisher noch nie was drin, aber ich probiere es einfach mal. Na guck mal, Walöl nehmen wir mit. Gebote. Befolgt die 7 Gebote, aber besonders, das könnte was zusammenhängen, guck. Besonders wandernder Blick und stete Füße und rastlose Hände. Wandernder Blick, unstete Füße, rastlose Hände. 1, 4, 3. 1, 4, 3. Probieren wir. Also. 1, 4, 3. Roher Walknochen. Oh, guck mal, und ein bisschen Kohle. Das ist super, das nehmen wir alles so, wie es ist, mit. Und jetzt machen wir uns aber echt auf den Weg und schauen, dass wir den Leichnam wegbringen. Ich habe auch noch hier Knochenartefakte. Habe ich da wieder eins? Ich glaube, ich habe keins. Dann war es Kräfte, was wieder aufgepoppt ist. Und da, ich habe 2... Punkte. Ja, ich spare mal. Ich spare noch ein bisschen weiter. 2 Punkte ist nice, aber ich spare mal. Und bringe jetzt erstmal den Körper weg. Hep. Mal schauen mal, wie wir da runterkommen. Ihr erlebt diese Zeiten der Krise hautnah. Doch ihr kennt noch nicht den Grund für euer Leid. Kanaka hat sich von jedermanns Augen abgewandt. Gut zu wissen. Ich muss mich irgendwo beschweren. Den sollen wir ihr bringen. Dafür müssen wir nochmal durch das Gebäude durch. Während der Abwesenheit des Herzogs möchte ich dies hier verkünden. Als Reaktion auf Gewaltverbrechen und Einmischung in unsere Angelegenheiten wird der Verkehr zwischen den Bezirken Keller auf Personen mit entsprechender Genehmigung beschränkt. Das hier darunter ist das Haus des Arztes, ich Hornochse. Versuche, die Garde an ihren Pflichten zu hindern, ziehen die Anwendung von Gewalt nach sich.
Beschwerden über das Verhalten der Garde sollten Sie an den nächsten Gardisten richten. Dann muss ich mal an den nächsten Gardisten. Ja, ich beschwere mich mal über die Garde und richte das an den nächsten Gardisten. Admire Station. Mindy, da muss ich hin. Wie bitte? Und was ist hier los? Was? Ich will nicht sterben! Zu Hilfe! Zu Hilfe! Hier ist mir doch jemand! Was zur Wache? Halt! Was ist hier los? Hilfe! Halt! Schnauze! Verdammt! Mach sie fertig! Und wo bitte willst du hin? Endlich da, wo du hingehörst! Was war da? Also nicht gut aufgepasst. Ich muss auf jeden Fall einen neuen... Der Tod hat dich gefunden. Ja, ich muss einen anderen Weg darunter finden. Das werden wir in der nächsten Folge machen. Und dann schaue ich mal, wie ich die Leiche da irgendwie runterkriege, weil das... Ja, irgendwie muss es einen Weg geben. Ich weiß nur nicht genau wo. In diesem Sinne, ja. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch da lassen. Tipps oder Tricks und Ähnliches. Ihr dürft gerne in die Kommentare schreiben. Ne? Auch ja, Kritik und Ähnliches. Und ansonsten, ja, Daumen hoch freut mich und ein Abo des Kanals, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Bis dahin, tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal.